Hier präsentieren wir die 5 besten Blu-ray Player Test. Lass uns anfangen. Liste zu starten Nummer 5, Samsung BDJ5500 3D Blu-ray Player. Abgleich mit der progressiv geschwungenen Fernsehapparat. Der Samsung BDJ5500 3D Blu-ray Player ist auch erhältlich in einem eleganten abgerundeten Stil. Der macht es sich variiert ähnlich wie der Rest der riesigen Blu-ray Player Kontrast auf stern.de. Auch wenn die Gadget-Stil in Schwarz oder Weiß erhältlich ein wenig genutzt dauern, um zu erhalten, der Spieler hat eine Prämie zu beenden und macht auch eine sehr gute Vorstellung. Neben dem zeitlosen USB- und HDMI-Anschluss ist zusätzlich hat einen koaxialen Ausgang sowie internetfähig. Nummer 4, Sony UBPX704K Ultra HD Blu-ray Disc Player. Mit der Sony UBPX700 Blu-ray Player im großen Blu-ray Player Vergleich auf stern.de ist nicht Preis gilt nur für intelligente, aber auch in Hinblick auf Anzahl sowie Top-Qualität der Funktionen eine ganze Kategorie oben. Damit den 4K Ultra HD Gamer bekommt man ein echtes Flickgefühl in ihrem eigenen Wohnzimmer. Ein Premium-Surround-Sound kombiniert mit Fotodetails in 4K sowie Bilder mit hohen dynamischen Arabis schafft eine trendige audiovisuelle Erfahrung in ihren eigenen 4 Wandflächen. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3, LG BP250 Blu-ray Player. Samsung und Sony sind, ist LG Steinwurf vom Trainingskurs. Das Südoriental-Geschäft liefert mit dem BP250 Blu-ray-Spieler eine große Konkurrenz im Segment gleichen Rate, das mit einem großen Foto- und Audio-Top-Qualität überzeugen kann. Natürlich können Sie nicht nur spielen, Blu-rays mit dem Dual, es ist auch ideal für alte DVDs, CDs oder Mediendokumente von Ihrer eigenen Festplatte. Dank 1080p Upscaling-Funktion sind DVDs leicht zu hochwertigen HD hochskaliert sowie ohne Einmischung dupliziert. Eine Skalierung so viel wie 4K leider nicht angeboten wird. Nummer 2, Sony BDPS1700 Blu-ray Player. Die direkten Konkurrenten für das Samsung-Modell im Vergleich in dieser Tarifvariante ist der Sony BDPS1700 Blu-ray-Spieler, die etwas heller ist als auch hat mehr Anschlüsse. Zusammen mit einem HDMI-Anschluss sowie einen USB-Anschluss haben sie auch einen LAN-Port sowie einen koaxialen digitalen Ergebnis. Eine analoge Audio-Ausgang für HiFi-Verstärker fehlt jedoch. Der Spieler spielt Filme in zeitlosen Full HD, die liefert gestochen scharfe Bilder, während das Audio Dolby True HD hat das wenig zu jammern über, es klar, kraftvoll und auch unverfälschten scheint, sowohl in Gesprächen als auch in lauter Action-Szenen. Und die Nummer 1 unserer Liste. Samsung BDJ4500 der Blu-ray Player. Die Samsung BDJ4500 der Blu-ray-Spieler ist einer seriösen Gerät für alle Anfänger in diesem Bereich und beschränkt sich daher zugunsten von einem tollen Preis auch auf eine der am meisten Standardausrüstung. Gibt es nur eine HDMI-Verbindung auf der Rückseite der Schwarz-Blu-ray-Spieler, während auf der Vorderseite zusätzlich eine USB-Verbindung zugeordnet ist. Eine separate LAN-Verbindung oder sogar eine WLAN-Alternative sind leider ebenso wenig enthalten, wie ein digitales Audio-Ergebnis senden ältere Empfänger, Soundleisten oder vergleichbare Geräte ohne HDMI-Anschluss signalisiert. Für mehr Informationen
Überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren unseren YouTube-Kanal.